Herzlich willkommen, mein Name ist Martin Edenhofer. Ich möchte Ihnen heute eine kleine Einführung in Summit geben. Ziel für mich wäre es von meiner Seite, Ihnen einen kleinen Einblick zu geben. Was ist das? Man hat es letzte Zeit öfters in den Medien gehört. Was macht es? Für was steht es? Und wie es ein bisschen einen Eindruck zu gewinnen, damit Sie ein bisschen ein Bauchgefühl haben. Ja, die Präsentation ist straff gehalten. Ich werde durchpowern, bei Fragen einfach laut piepen. Gegliedert ist es in Was ist Summit? Die Installation, ganz kurz. Wie arbeitet man mit der Applikation? Wie bindet man verschiedene Kanäle ein, Kommunikationskanäle? Wie arbeitet man am besten mit dem Team zusammen? Und was ist die Zukunft? Wie sieht die Roadmap von Summit aus? Ja, was ist Summit? Summit ist ein Helpdesk-System und es ist offen und schnell, wie auch der eigene Kundenservice sein sollte. Und es basiert auf Jahren oder auf mehreren Jahren Erfahrung in dem Thema. Das heißt, ich bin nicht der alleinige Erfinder davon, sondern es ist ein Team, das sich aus der Szene herauskristallisiert hat, die einfach Lust hatten, etwas Neues zu machen. Zum Namen noch, Summit, zusammen ist man stärker, kommt aus dem Bayerischen und zwar Summit ist das bayerische Wort für zusammen. Ist auch ein bisschen ein Transferdenken. Wir haben nämlich herausgefunden, wir lösen Probleme zusammen mit dem Kunden und nicht gegen den Kunden. Da sind wir wesentlich schneller, effektiver und es macht auch mehr Spaß. Kurz ein paar Nummern, damit man es ein bisschen einkristallisieren oder einkategorisieren kann. Wir haben die erste Release vor ungefähr einem Jahr veröffentlicht. Wir haben mittlerweile, Stand 2.11.2017, über 120.000 Downloads. Wir waren bei der Veröffentlichung auf GitHub. Das ist so eine Community-Plattform, wo Open-Source-Quellcode geshared wird, wo jeder auch Pull-Requests abgeben kann, waren wir da auch zur Veröffentlichung auf Platz 1 von den Trending Open-Source-Projekten in der Kategorie Ruby. Wir haben Summit mit einem komplett neuen Ansatz gemacht, das heißt, wir haben den Stand der aktuellen Technologie genommen, haben den Zweifel in Kauf genommen, dass wir ältere Internet Explorer oder andere Technologien nicht unterstützen. Wir wollten was für die Zukunft machen, hatten dabei. Also das heißt konkret, das ist eine Web-App, also das heißt, die läuft im Browser und kommuniziert im Hintergrund nur über Websockets und Ajax mit dem Server. Hatten dabei allerdings etwas Angst, dass wir das Mitmachen der Leute damit untergraben, weil nicht jeder mit diesen modernen Web-Technologien ausgestattet ist oder da einfach mitmachen kann. Waren aber nach 5 Stunden nach der Veröffentlichung positiv überzeugt und positiv gestimmt, weil nämlich der erste einen Pull-Request abgegeben hat. Das heißt, er hat eine Funktionalität erweitert und hat die auf GitHub eingestellt und uns vorgelegt, damit man die in Standard übernehmen kann. War für uns ein großer Stein, der uns vom Herzen gefallen ist, weil es doch das Level nicht so hoch war, dass wir andere Leute aussperren, sondern dass doch Leute mitwirken können. Diese Pull-Requests ist auch nett zu erwähnen. Zum 2.11.2017 haben mittlerweile schon 143 Leute Verbesserungsvorschläge abgegeben, die wir dann quasi QA'd haben oder einfach, weil sie schon gepasst haben, in den Summit-Standard übernommen haben. Was auch nett war, wir haben bereits nach 4 Wochen die erste Auszeichnung, den ersten Award bekommen und den zweiten Award gleich nach 16 Wochen. Hat uns auch positiv gestimmt. Die Key-Funktionalitäten, Summit ist eine native Web-Applikation, das heißt, die läuft im Browser, fühlt sich aber so an wie eine native Applikation, weil nicht Seiten neu aufgebaut werden. Man muss nicht, wenn sich irgendwo in der Tabelle irgendwas geändert hat oder ein Status geändert hat, man muss die ganze Webseite nicht neu laden, sondern das wird vom Server gepusht zur Anwendung und in der Anwendung ist gleich in Realtime die neue Information dargestellt. Es funktionieren auch so Sachen wie Drag and Drop, einfach was man heutzutage eigentlich so toll findet. Wer das Thema kennt, Helpdesk-Ticketsysteme und etwas größere Datenbanken, die kennen das Leid von Suchen. Suchen dauern dann ab und zu durchaus mal ein paar Minuten. Wir haben es so hinbekommen, dass wir eine super schnelle Suche haben und dass wir auch Volltext die Anhänge durchsuchen oder durchsuchbar machen. Also ist einfach schön, wenn man nach einem PDF suchen kann, wo irgendwo eine Bestellnummer drin ist und ich kann die Summit-Suche verwenden und der findet das innerhalb von 2 Sekunden und habe dabei im Hintergrund 40 GB durchsucht. Einfach ein schönes Gefühl. Was auch eine Key-Funktionalität ist, ist, dass alles in der Anwendung eine REST-Schnittstelle hat. Das ist schon aus der Natur, weil das eine Web-Anwendung ist, die im Browser läuft und dadurch schon REST nativ mit dem Server spricht. Das heißt, wenn man Integrationen machen will oder auf den Summit den Server zugreifen will, kann man das
von jeder Programmiersprache einfach über REST aus schon machen, was quasi eine Standardfunktionalität ist und alles zugänglich macht. Und wichtigster, vierter Punkt, es ist Open Source. Zu den Core-Funktionalitäten im Ticketing-Bereich. Wir haben ein Autosave, das heißt, ist man irgendwo in einer Maske, bearbeitet irgendwas, der Browser schließt sich automatisch oder ich vergesse es, am nächsten Tag mache ich eine neu auf. Ich habe alle Informationen, die ich noch nicht abgespeichert habe, werden mir im Browser wieder dargestellt. Ich habe natürlich eine Ticket-Historie, sehr wichtig für Revisionssicherheiten, deswegen wird es auch gerne bei Banken eingesetzt. Ich kann auf ein Ticket nachvollziehen, wer wann welches Attribut zu welcher Zeit von welchem Wert auf welchen Wert umgestellt hat. Wir haben eine generische Eskalation, wir haben eine Kollisionserkennung, das heißt, wenn zwei Agenten versuchen, anfangen, das Ticket zu bearbeiten, dann wird eingeblendet, wenn schon einer angefangen hat, damit man nicht im blödesten Fall den Kunden zwei Antworten schickt und noch dazu zwei, die thematisch dann etwas unterschiedlich sind, ist auch ein bisschen peinlich. Wir haben die Möglichkeit, Übersichten zu erstellen, das heißt, jeder Agent hat die Möglichkeit, sich selbst Übersichten über Tickets zu erstellen und kann dabei auch die volle Attributauswahl verwenden. Wir haben die Möglichkeit, individuelle Felder hinzuzufügen, für Tickets, für Kunden oder generell für User, zum Beispiel eine Seriennummer am Ticket noch mitpflegen oder eine Kostenstelle oder was auch immer. Wir haben die Integration eines Kundenchats, das heißt, manchmal sind Anfragen mit Kunden wesentlich schneller beantwortet über den Chat als über E-Mail oder andere Austauschmedien, würde mit Summit auch standardmäßig mitkommen. Zur Steigerung der Effektivität mit der Kommunikation mit Kunden unterstützen wir Textbausteine, das heißt, ich kann mit Shortcuts Textbausteine zusammensnippen, sehen wir gleich ja noch, und kann somit zum einen rechtschreibtechnisch gewährleisten, dass jeder Agent eine gewisse Güte erlangt, und für die Agenten, die oft technisch visiert sind, ist das natürlich auch eine Freude, wenn man an einen Textbaustein Fundus zurückgreifen kann, weil dann schreibt sich es auch leichter den Kunden. Und wir haben auch Integration von verschiedenen Social Media Kanälen, zum Beispiel Facebook und Twitter und mittlerweile auch noch anderen. Wir haben uns bei Summit sehr stark die Mühe gegeben, dass wir es möglichst einfach und intuitiv machen, und das geht natürlich im ersten Weg über die Oberfläche, haben aber bei der Installation auch Wert darauf gelegt, dass wir das möglichst einfach zugänglich machen. Das heißt, wir bieten Pakete, die man installieren kann, an, und zwar für CentOS, Red Hat, Enterprise Linux, Debian, Ubuntu und fürs LES. Das heißt, man kann sich seine Lieblingsdistribution suchen und kann es dort installieren. Wir unterstützen aktuell Postgres, MySQL und MariaDB, und als Suchengine, die dieses super tolle Suchen auch über Anhänger möglich macht, benutzen wir im Hintergrund Elasticsearch. Zur Installation, einfach mal exemplarisch, damit man einen Eindruck bekommt. Wenn ich auf einen CentOS, auf einen frisch installierten CentOS Summit installieren will, brauche ich insgesamt vier Kommandos. Einmal um das Einbinden eines Apple-Repositories, das ist bei CentOS, da sind erweiterte Pakete drin vorhanden, die es im normalen Standard-Repository nicht gibt. Dann muss ich einmal den PEP-Key von unserem Paketdienst importieren. Danach binde ich das Summit-Repository ein als eigenes Repository, damit ich darüber auch Updates für Summit konsumieren kann. Und im letzten Schritt muss ich einfach nur noch Summit installieren. Wer will, was wir ganz stark empfehlen, dass er sich diese tolle Suche anbindet, hat man auch noch sieben Schritte, glaube ich, sind es zu machen. Das heißt, vom Vorgehen her ist es ähnlich. Man muss sich hier den PGP-Key von Elasticsearch einbinden. Einmal noch ein Repo einbinden von Elasticsearch. Elasticsearch und Java installieren. Danach noch ein Plugin. Dann startet man Elasticsearch noch, guckt, dass es beim nächsten Booten wieder hochkommt. Und das letzte Kommando ist lediglich das Einzige, was man machen muss, um Elasticsearch in Summit einzubinden. Habe ich diese Schritte durchgemacht, das mal, wenn man es mit Cut and Paste macht, vielleicht 10 Minuten dauert oder wahrscheinlich nur 5, wird man von Summit über den Browser willkommen geheißen, und ich kann dann auswählen, was ich machen will. Will ich entweder ein neues System aufsetzen oder will ich vielleicht von einem anderen System migrieren? Wenn man migrieren will, bieten wir momentan an, von Zendesk zu migrieren oder von OTS zu migrieren. Das heißt, die Daten würden automatisch in Summit importiert werden und man könnte danach mit den vorhandenen Benutzer-Credentials sich einfach in Summit anmelden und dort weiterarbeiten. Jetzt wird's spannend. Arbeiten mit Applikationen. Wie sieht so eine super tolle Applikation denn aus?
Ich sehe, dass die Qualität des Beamers nicht ganz so toll ist. Das heißt, hier sind verschiedene graue Flächen, die man hier schwer erkennen kann. Ich versuche es trotzdem durchzugehen. Und zwar die Anwendung hier, das Browserfenster ist so gegliedert, dass wir hier einen Navigationsbereich haben. Hier haben wir verschiedene Tabs offen. Und hier kommen wir zu den persönlichen Einstellungen, zum Reporting oder zum Admin-Bereich. Und das hier ist der Content-Bereich. Im Content-Bereich sehen wir momentan gerade ein offenes Ticket mit einer Kommunikation. Komme ich später noch im Detail drauf. Was haben wir uns Großartiges einfallen lassen? Mal im Detail gezeigt, dieser Tab-Bereich. Und zwar haben wir festgestellt, dass Agenten eigentlich multitaskingfähig sein müssen. Das heißt, die arbeiten eigentlich an ein Ticket, dann kommt ein Kollege rein, es kommt ein Anruf rein, ich muss an ein anderes Ticket ran, ich muss irgendwelchen Kollegen Auskunft geben, ich muss auf einen anderen Ticket irgendwo einen Tweet erfassen. Es ist einfach, so ein Agent tut einen quasi fast schon leid, er ist einfach die ganze Zeit unter Load und muss möglichst jonglieren mit verschiedenen Vorfällen oder mit verschiedenen Tickets. Deswegen haben wir es so gestaltet, dass man hier in Summit mehrere Tabs, zum Beispiel mehrere Tickets öffnen kann. Und ich kann mir immer das aktive Ticket, das ich gerade bearbeiten will, aktivieren. Das wird dann im Content-Bereich gezeigt. Das Interessante ist, ich kann mehrere Tickets gleichzeitig öffnen oder auch Kundenkontakte oder Organisationen. Also ich kann mehrere Objekte gleichzeitig öffnen und kann die auch mit Drag and Drop reorganisieren. Also es gibt zum Beispiel Agenten, die machen sich am Morgen 10 Tickets auf, wollen die nacheinander abarbeiten und dann sortieren Sie sich einfach die Tabs dementsprechend hin, damit Sie das erste, das zweite, das dritte, das vierte abarbeiten können und schließen danach die Tabs und können sich somit innerlich ein bisschen organisieren. Was wichtig ist, ungeänderte oder noch nicht gespeicherte Änderungen am Ticket oder in anderen Objekten werden serverseitig gehalten. Das heißt, sollte ich zum Beispiel eine Beschwerde beantworten und da guckt man gerne nochmal zweimal, dreimal drüber und liest es nochmal, ob da auch alles korrekt ist. Ich habe in der Zwischenzeit von den Kollegen abgelenkt sein und jetzt bin ich zu Hause, weil ich um 6 zu Hause sein musste und jetzt merke ich nach dem Abendessen, oh, ich habe diese Reklamation nicht bearbeitet, die steht noch auf dem Rechner in der Arbeit quasi offen, habe den Browser zugemacht oder habe den Rechner sogar runtergefahren und jetzt kann ich eigentlich nicht richtig schlafen. Das heißt, ich kann mich zu Hause mit meinem Tablet, mit meinem normalen PC anmelden an Summit. Die Tabs werden wieder so geladen, wie ich sie verlassen habe und kann an diesem einen Ticket, an dieser Reklamation nochmal drüber lesen und kann dann auf Senden drücken und ich kann entspannt in meinen Feierabend gehen und dann wirklich gut schlafen. Was auch interessant ist, wenn ich mit Summit arbeite und ich habe verschiedene Tickets offen, dann kann es ja sein, dass der Kunde sich zwischendrin meldet oder dass ein anderer Kollege eine Notiz anhängt, weil er mir was mitteilen will. Wenn sich so ein Objekt ändert, so ein Ticket, durch einen Dritten, dann fängt dieses Icon hier zu pulsieren an. Das gibt mir die Information, dass an diesem Ticket sich was verändert hat, das ich selbst noch nicht angesehen habe. Zum Beispiel der Kunde hat geantwortet. Dann klicke ich auf dieses Ticket einfach drauf, das wird mir im Inhaltsbereich wieder angezeigt. Das wird mir angezeigt, was geändert worden ist. Zum Beispiel der Kunde hat geantwortet. Somit erlischt dann auch dieses Pulsieren wieder. Und ich habe unmittelbar gleich die Information und kann den Kunden zum Beispiel einfach noch Danke sagen oder das Ticket weiter bearbeiten. Was auch wichtig ist, Änderungen werden gleich vom Server an den Client übermittelt. Das heißt, antwortet der Kunde oder vermerkt der Agent irgendwas, dann kriege ich das in Bruchteil von Sekunden gleich bei mir angezeigt. Also das heißt, die gesamte Applikation arbeitet mit Push. Änderungen werden direkt zu mir auf den Client gepusht. Die letzte Sache, die wir uns hier einfallen haben lassen, diese Farben hier an den Tickets. Und zwar haben wir festgestellt, dass es für den Agenten eine unheimliche Erleichterung ist, wenn man ihnen im Unterbewusstsein schon etwas Unterstützung mitgibt. Deswegen haben wir uns 4 Farben ausgedacht, die den Zustand des Tickets widerspiegeln. Diese Farben werden bei jeder Ticketliste angezeigt, die kommen immer wieder und der Agent weiß im Untergefühl, wenn es öffnet, gleich schon mal, was da eigentlich mit dem Ticket los ist. Ich gehe kurz auf die 4 Farben ein. Gelb heißt, das Ticket ist neu oder offen. Oder ein Wartenstatus, zum Beispiel Warten auf Wiedervorlage, ist erreicht. Also mit anderen Worten, dieses Ticket muss von irgendeinem Agenten bearbeitet werden. Es ist ein klärender Zustand zu setzen. Zum Beispiel schließt man das Ticket, man antwortet des Kunden oder man setzt es auf Wiedervorlage, aber irgendein Agent hat jetzt eigentlich eine Aktion zu erfüllen.
Dann gibt es die Farbe Dunkelgrau. Das heißt, dass das Ticket auf einen Wartenstatus gesetzt ist, zum Beispiel Warten auf Wiedervorlage oder Warten auf Schließen. Dieser Wartenstatus aber noch nicht erreicht ist. Das heißt, ich kann mir das Ticket angucken, aber ich weiß, da drinnen ist gerade keine Aktion von einem Agenten nötig, außer der Kunde meldet sich oder der Termin wird erreicht. Dann gibt es die etwas unschönere Farbe, die auch ein bisschen, sollte eigentlich, bei mir ist es rötlich, soll quasi den Agenten zeigen, hier wird eine Eskalation verletzt oder ist kurz vorm Verletzen, hier ist eine unmittelbare Aktion von einem Agenten nötig, um dieser Eskalation, zum Beispiel die Reaktionszeit wird verletzt oder wurde verletzt, um der entgegenzuwirken. Also das heißt, zusammengefasst, wenn ein Agent gelb sieht, wenn er rot sieht, dann wird es wichtig, dann muss er agieren. Solange er nur gelb sieht, ist alles noch im grünen Bereich. Man muss einfach nur eine neue klärende Situation mit dem Ticket herstellen und alles, was andere Farben sind, zum Beispiel grau, also dunkelgrau oder dunkelschwarz, hellschwarz, dunkelgrau oder grün, da kann sich der Agent sehr entspannen in den Magen geben. Diese Tickets sind gerade in einem geklärten Zustand. Grün wäre, dass das Ticket abgeschlossen ist, dort ist keine Aktion mehr nötig. Zur Ticket-Detailansicht. Wir haben hier auf der rechten Seite, man müsste jetzt hier eigentlich noch so einen kleinen Rand sehen, das ist ein bisschen dunkler, das ist ein bisschen heller. Wir haben hier die verschiedenen Attribute dieses Tickets. Wenn ich dort anfange, ein Ticket zu bearbeiten, das heißt, ich ändere zum Beispiel den Status, dann gibt es hier ein Kennzeichen und auch hier sieht man jetzt leider aufgrund des Monitors nicht, daran sieht man, dass ich diese Attribute geändert habe. Ich habe auch hier unten die Möglichkeit, meine ungespeicherten Nachrichten wieder zu verschmeißen und kann jetzt quasi das Ticket bearbeiten. Und wenn ich es fertig bearbeitet hätte, könnte ich hier auf Übermitteln drücken und die Änderungen würden dann auf dem Server gespeichert werden und auch bei allen Kollegen gleich angezeigt werden. Wie sieht so ein Kontakt aus? Also hier kurz angemerkt, hier ist es eigentlich auch so, dass hier noch ein kleiner Rahmen drumherum ist. Das ist jetzt die Frau Lopez, die ist jetzt hier als Kundenkontakt geöffnet. Man sieht hier quasi, wie sie heißt. Gegeben worden ist die Zuordnung zu einer Organisation und die Attribute. Zusätzlich noch die Tickets, die Frau Lopez gerade direkt offen hat oder die für ihre Organisation offen sind. Da kann sie hier hin und her schalten. Und man sieht hier, wenn man die geschlossenen sieht, auch gleich wieder diese Farben. Das heißt, hier weiß der Agent auch gleich, wenn hier ganz viel Rot bei dieser Person auftaucht, bei diesem Kunden, dann ist... rufe ich den aus Sales-Sicht vielleicht nicht an, dann gucke ich zuerst, dass die Kollegen die Tickets abarbeiten und wenn es grün ist, dann kann ich entspannt anrufen, da wird mich nicht gleich einer ganz offenherzig empfangen. Ja. Hier noch die Ansicht einer Organisation, zwischenvermerkt diese Kundeninformationen und Organisationsinformationen, die können entweder aus einem Elternverzeichnis kommen oder aus einem CRM oder aus einem Exchange oder was auch immer, aus irgendwelchen externen Quellen. Es wäre auch möglich, dass man, wenn man selbst die Skills hat, dass man die selbst über REST zum Beispiel bestückt oder eine Synchronisation fährt, sodass diese Kontakte aus beliebigen Quellen kommen können. Öffne ich jetzt die Organisation von der Frau Lopez, geht zum Beispiel über das Klicken auf den Link oder über eine Volltextsuche, dann sehe ich jetzt hier die Organisation, auch wieder die Informationen aus dem CRM, wo auch immer her, die zugeteilten Personen zu dieser Organisation. Und die Organisationstickets oder die Tickets, die hier für diese Organisation hinterlegt sind, meine die offenen und die geschlossenen Tickets in dem Fall. Ja, noch eine kleine Auswertung bezüglich Volltextsuche. Wir haben uns echt die Mühe gemacht, weil es einfach so ein großes Leid ist aus unserer Erfahrung, dass man ein paar Systeme, die es auf dem Markt gibt, vergleichen. Und wir haben festgestellt, das war damals noch Zammer 1.0, mittlerweile gibt es Zammer 2.1, Daten hier aber bezüglich Volltextsuche sind noch ähnlich. Das heißt, bei einer Größe von ungefähr 50.000 Tickets oder 5 GB an Datenvolumen ist es so, dass Zammert schon schneller ist als herkömmliche Systeme im Schnitt. Aber man sieht, die Größe, die Daten werden jetzt hier zum Beispiel bei 45 GB, sucht Zammert immer noch innerhalb von 2 Sekunden und andere Systeme brauchen schon fast 40 Sekunden, damit man dort überhaupt auf den Treffer kommt. Angemerkt sei, es gibt derzeit kein Helpdesk-System auf dem Markt, das auch Anhänge durchsucht. Das macht nur Zammert bisher. Ja, kurzer Schwenk. Zammert ist quasi ein Kommunikationstalent. Es bindet verschiedene Kanäle an, zum Beispiel so einen Twitter-Kanal oder so einen Facebook-Kanal. Ich möchte kurz zeigen, exemplarisch 2 Kanäle.
Wir haben auch im Admin-Interface versucht, möglichst einfach das Ganze zu halten. Das heißt, der erste Kanal, das wäre ein E-Mail-Kanal. Wir haben hier ein Auto-Discovery eingebaut und unterstützen IMAP, POP3 und SMTP. Bei diesem Auto-Discovery, das funktioniert so, wie man es eigentlich bei den Mail-Clients heutzutage auch kennt. Man gibt eine E-Mail-Adresse und Passwort ein. Sam hat versucht, anhand dieser Daten den richtigen Mail-Server und so weiter zu finden. Also normalerweise funktioniert das in der Regel auch. Man kann aber auch in den Expertenmodus gehen und kann dort selbst den SMTP-Server, den Port und Co. alles selber konfigurieren. Ja, also im schlimmsten Fall braucht man 2 Minuten und das Postfach ist angebunden. Also geht relativ einfach und ist auch für Nicht-Techniker durchaus möglich. Der zweite Kanal, den ich heute gerne zeigen will, ist der Chat-Kanal. Und zwar haben wir zu Beginn eine Umfrage gemacht, was denn Probleme sind bei den heutigen Chat-Lösungen. Und zwar ist das eine Problem gewesen, es ist schwierig auf der eigenen Webseite oder im Internet einzubinden. Das heißt, wir haben das geschafft, dass man das einfach nur über ein JavaScript-Snippet einbindet. Der zweite Punkt war, es wird ein Chat-Widget angezeigt, man klickt drauf und dann steht dort, oh, es ist leider kein Agent online, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht und vielleicht melden wir uns dann. War für uns auch doof, das heißt, wenn kein Agent online ist, dann wird bei uns das Chat-Widget in der Webseite oder im Intranet gar nicht angezeigt, es wird dann einfach gemutet und ist nicht verfügbar. Erst wenn der erste Agent wieder online ist und zum Chatten bereit ist, taucht es wieder auf. Der zweite Punkt, der uns sehr oft genannt worden ist, dass man drauf drückt, es steht dort, Sie werden zum nächsten freien Agenten vermittelt. Nach 30 Minuten steht es leider immer noch dort, nach 40 Minuten immer noch und irgendwann hat man eigentlich auch diese Vorlust auf diesen Chat verloren, weil nach 40 Minuten ist das eigentlich auch kein Chat mehr, dann könnte ich auch gleich eine E-Mail schreiben. Das heißt, wir haben ein Queuing-System, das nur eine gewisse Anzahl von Chat-Anfragen im Hintergrund offen sein dürfen. Und es wird auch die Platznummer angezeigt, das heißt, auf welchem Platz ist man und man sieht dann auch, wenn man theoretisch jetzt mal 10 Minuten wartet, ist es für mich abwartbar, dass ich an der Warteschlange jetzt noch dort ankomme und vielleicht es noch rentiert, dass ich 5 Minuten warte, bis der nächste Agent frei ist oder breche ich es ab, weil ich der Tausendste bin, der gerade eine Chat-Anfrage stellt und dann ist es für mich gleich, dann kann ich nach 2 Minuten schon abbrechen, weil ich sehe, dass ich da eigentlich zu lang warten muss. Der vierte wichtige Punkt, alle Chat-Widgets, die es bisher so gegeben hat, die tauchen auf der Webseite oder im Intranet als Fremdkörper oder sie fühlen sich als Fremdkörper. Wir haben für das auch eine Antwort und zwar ein Auto-Design-Modus. Kurz schwenk in die Applikation, wir sind hier quasi im Admin-Bereich bei der Konfigurierung von diesen Kanälen und wenn ich jetzt zum ersten Mal da reingehe, dann findet Samad an meiner E-Mail-Adresse, die ich habe, gleich raus, was meine Webseite ist, wo ich dieses Chat-Widget höchstwahrscheinlich einbinden werde und macht mir gleich eine Vorschau. Das heißt, Samad analysiert die Webseite, wie ist die aufgebaut, was für Design wird verwendet, was sind die Core-Farben und pflanzt mir gleich ganz frech hier eine Vorschau von diesem Chat-Widget rein. Es wählt auch schon die richtigen Farben aus. Ich könnte, falls es sich jetzt wirklich mal vertan hat, weil Werbung mit eingeblendet ist oder ähnliches, könnte ich jetzt von den Farben nochmal speziell eine andere auswählen. Und könnte jetzt auch andere Parameter wie die Hintergrundfarbe, die Schriftgröße und sowas könnte ich auch noch verstellen. Und zu 95% passt es aber, muss man gar nichts mehr machen. Und wenn ich weiter runter scrolle, kann ich hier, da wird schon dieses JavaScript-Snippet, das man für die Webseite braucht, vorgefertigt mit den Daten, die man von oben noch geändert hat. Und kann das per Cut and Paste auf meine Webseite übernehmen. Und damit ist dieses Widget oder dieser Chat dann auf meiner Webseite oder im Internet eingebunden. Noch ein kurzes Beispiel, weil wir auf diesen Auto-Design-Mode so stolz sind. Wir haben dann, als wir gesehen haben, was wir da eigentlich für eine Macht oder was wir Schönes gemacht haben, haben wir das einfach mal mit bekannten Webseiten gemacht und haben einfach mal das über 100 Webseiten drüber laufen lassen. Es ist nur eine kleine Auswahl. Man sieht es hier, egal auf welcher Webseite, dass man das gemacht hat. Das sind die Standardwerte. Das passt eigentlich überall dazu und fühlt sich nicht als Fremdkörper. Kurzer Einblick des Arbeiten in der Applikation mit Samad. Hier drüben unser Navigationsbereich, dort gibt es sogenannte Übersichten, die sind individualisierbar
Und hier habe ich Standardübersichten, wie zum Beispiel die noch nicht zugewiesenen und offenen Tickets. Hier meine zugewiesenen Tickets. Ich sehe die Anzahlen drinnen. Wenn ich drauf drücke, sehe ich die Übersicht. Die Übersicht selbst ist dann auch noch per Drag and Drop anpassbar. Ich kann selbst noch anpassen, welche Spalten, also welche Ticketattribute ich sehen will, und habe hier die Möglichkeit, das individuell für meine Kollegen zu gestalten. Das hier ist aufgrund des Beamers zu schulden auch nicht ganz einfach zu sehen. Ich zeige es aber. Wir haben ein permanent Markup-Feature, und zwar gibt es immer wieder wichtige Passagen in Tickets, wo Informationen versteckt sind, die aber wichtig sind. Da kann jetzt ein Agent hergehen, kann sich hier, wenn er drauf drückt, kommen hier verschiedene Farben, kann sich hier einen Marker aussuchen, kann einen Bereich markieren, der wichtig ist, der für den nächsten oder für den übernächsten Agenten auch wieder wichtig ist, kann ihn hier markieren. Jetzt, also der ist jetzt eigentlich gelb markiert, man sieht es, wenn man sehr viel Fantasie hat, sieht man es. Ich habe quasi die Möglichkeit, permanent Texte zu markieren, damit ich das meinen Kollegen nächstes Mal darauf hinweisen kann, dass dort irgendwo eine spezielle Passage ist, die vom Inhalt her relevant wäre. Das nächste Feature, was ich hier vorstellen will, sind noch die Textbausteine. Wie ich eingangs schon erwähnt habe, ist es uns eine Freude, den Agenten und somit aber auch den Kunden das Arbeiten leichter zu machen. Das heißt, in Summit ist das eine Standardfunktionalität, dass ich hier zum Beispiel in Beantworten, also wenn ich da den Text oder meine Notiz schreibe, dass ich dort mit Textbausteinen arbeiten kann. Das heißt, wo bin ich jetzt gerade? Hier sieht man es, ich schreibe hier einen Text, drücke irgendwann Doppelpunkt, Doppelpunkt, dann kommt dieses Popover und dort sind jetzt die Textbausteine drin. Wie man hier sieht, zum Beispiel auch mit Platzhaltern. Also das heißt, ich könnte hier auch von meinen Ticket-Attributen, von meinem Kunden, der zugewiesen ist, gleich den Vornamen, Nachnamen mit einbauen. Wenn ich jetzt hier weiterschreibe, dann schränkt sich dieses Suchergebnis von diesen vielleicht 100 Textbausteinen gleich weiter ein. Und wenn es nur noch einer ist oder mit Maustaste auf und ab, kann ich den Textbaustein auswählen und mit Enter übernehmen. Und dann wird mir hier der einfach an dieser Stelle eingefügt. Also das heißt, wenn man so Profis, so Power-Agenten zuguckt, die öffnen sich ein Ticket, gehen in den Text rein und tippen dann nur noch rum. Und bis man guckt, macht es zack, 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 zack. Der hat da 10 Bausteine reingearbeitet, quasi schon mit einer Erfahrung und hat quasi dann innerhalb von einer Minute dieses komplexe Ticket sogar beantwortet oder die Antwort geschrieben und muss nur noch auf Übermitteln drücken und dann wird die Nachricht auch an den Kunden geschickt. Also diese Textbausteine für Power-Agenten oder für technische Agenten ist es eine Wohltat, sowas zu verwenden, weil es einfach das Leben wesentlich einfacher macht und den Agenten unterstützt bei der Qualität und auch bei der Geschwindigkeit beim Antworten. Das vorletzte Feature, was ich hier im Teamarbeiten noch zeigen will, ist, wir haben auch festgestellt, dass sehr viele Arbeitsabläufe von Agenten immer wieder gleich sind. Zum Beispiel gibt es doch immer wieder Tickets, die eigentlich Spam-Tickets sind. Das heißt, was macht man da? Man setzt in der Regel den Besitzer auf sich, man schließt dieses Ticket und man taggt es noch als Spam, damit man es später über den Job zum Beispiel löschen kann. Das heißt, es sind drei Schritte, die ich immer wieder bei diesen Spam-Tickets manuell durchführen muss. Dafür ist unsere Antwort Makros. Das heißt, neben dem Aktualisieren-Knopf gibt es so einen Pfeil nach oben. Wenn ich da drauf drücke, dann werden die Makros angezeigt. Ich kann an Tickets Makros ausführen, wo ich im Agenten-Interface definieren kann, welche Aktionen dahinter ausgeführt werden. Zum Beispiel bei den ersten hier wird das Ticket, also wird der Besitzer auf mich gestellt, das Ticket wird geschlossen und es wird hier sind diese Tags, es wird hier quasi noch ein Tag gesetzt, Spam. Das wären alles Abläufe, die ich immer wieder manuell einzeln machen muss. Der nächste schreibt dann Spam, der andere, der übernächste schreibt Spam falsch, weil er irgendwie sich vertippt hat. Was man mit diesen Makros machen kann, ist halt eine Automatisierung, also die Effektivität zu erhöhen und den Agenten das Arbeiten schöner zu machen. Und ich habe eine bessere Datenbasis, weil einfach dann alle Spam-Tickets auch wirklich mit Spam getaggt sind und nicht bei den Hälften der Tickets dann vergessen ist. Der letzte Punkt hier, im Admin-Bereich sieht man jetzt hier die, wir sind jetzt nicht bei den Kanälen, sondern weit unten, diese Objekte. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, über die Oberfläche neue Attribute für Tickets, Benutzer, Organisationen oder Gruppen einfach per Knopfdruck hinzuzufügen.
Hier zum Beispiel wird am Ticket eine Seriennummer, ein Feld Seriennummer, also ein normales Inputfeld hinzugefügt und ein API-Token. Da würden aber auch andere Felder geben, wie ein Datum oder ein Zeitstempelfeld oder Pulldown oder auch ein Kategoriebaum, was auch immer. Die Zeit war knapp, 30 Minuten, jetzt überziehe ich. Kurzer Ausblick, wie geht es weiter mit Summer? Wir releasen im 4-Wochen-Zyklus. Das haben wir uns von GitLab, das ist unser Vorbild diesbezüglich, abgeguckt. Das ist soweit nett, weil wir dadurch eine gewisse Anzahl von Funktionalitäten immer wieder genötigt werden, immer wieder nachzulegen. Zuletzt ist zum Beispiel Reporting hinzugekommen bei der letzten Version. Wir arbeiten an einer Knowledge Base, das heißt 2018 wird es auch eine Knowledge Base geben. Wir arbeiten an einem Videochat, das heißt, wer mag, kann dann auch mit seinen Kunden oder mit Kollegen Videochatten, nicht nur schreiben. Wir arbeiten an einer Integration mit, OpenIT Cockpit und an weiteren Integrationen. Hier sind momentan im 2018 stark im Fokus zu Asterisk, Passcom oder Starface, Telefonanlagen, sagt Ihnen vielleicht was. Gibt es heute schon eine Integration zu Zipgate.io, das heißt, wenn ein Telefonanruf reinkommt, wird in Summit angezeigt, das ist der Kunde ABC, der hat noch diese Tickets und der ruft gerade an. Und dann kann ich den Kollegen quasi, oder den Kunden, Entschuldigung, den Kunden mit Namen schon begrüßen und kann sagen, ach, Sie haben vor 2 Tagen oder vor 2 Stunden ein Ticket aufgegeben, ich sehe schon, der Kollege ABC ist dran, da kriegen Sie wahrscheinlich in der nächsten halben Stunde eine Antwort und der Kollege oder der Kunde ist dann erstmal wahrgenommen, fühlt sich sehr wahrgenommen und kann es gar nicht fassen, welche Information ich vorbehalten habe und alles nur, weil eine Telefonanlage in Summit integriert ist. Ja, wie auch immer. Und wir sind noch an weiteren Funktionalitäten, von denen kann ich jetzt aber noch nichts sagen, weil die sind etwas, wie soll ich sagen, alles, was ich jetzt gezeigt habe und was ich hier aufgeführt habe, ist eigentlich das, was heute ein Ticketsystem kann oder was man eigentlich von einem modernen Ticketsystem erwartet. Wir sind noch ein paar Sachen dran, die man nicht von einem Ticketsystem erwartet. Ja, da muss ich sagen, lasst euch überraschen auf 2018, da gibt es noch ein paar nette Sachen, die das Leben mit den Kunden und den Problemen, die die Kunden melden, für die Agenten auch angenehmer machen. Vorletzte Folie, Fragen? Jawohl? Ja, ist eine automatische Eskalation gedacht, wie jetzt zeitbasiert nach SLA-Adressen berechnen? Jawohl, ist schon existent, das heißt, ich kann in Summit auf Attributen definieren, welchen SLA ich wähle. Das heißt, ich könnte für den Kunden A eine andere Eskalation wie für den Kunden B nehmen. Ich könnte aber jetzt auch theoretisch das Land heranziehen, verschiedene Zeitzonen. Also es ist oberflexibel und wenn Sie es angucken, dann werden Sie es lieben. Genau, ist dann ein Servicekatalog? Ein Servicekatalog kann man aufgrund dieser freien Attribute konfigurieren. Servicekataloge werden nicht überall verwendet, also das heißt bei uns ist so die Regel, was 80% der Benutzer verwenden, das kommt in Standard, wird als Standardfunktionalität aktiviert. Ein Servicekatalog könnte man über einen Kategoriebaum abbilden, kann man sich quasi selbst zusammenklicken, ist aber im Standard jetzt nicht gleich schon vorhanden. Jawohl. Kann man Bearbeitergruppen anlegen, also sprich Second Level, Team, was weiß ich. Ja, aber wollen wir sicher, sonst würde ich jetzt nicht hier stehen. Ja, also es ist eine Standardfunktionalität. Ja. Das heißt, ich habe mitbekommen, dass sehr viele OTS-Nutzer hier sind. In OTS heißt Queues. Queues war, muss ich auf meine Kappe nehmen, etwas schwierig für deutsche Benutzer. Es ist, manche verwechseln es mit einem Billardschläger. In Format heißt es Gruppen, Bearbeitungsgruppe. Und kann man machen, man kann da auch verschiedene Berechtigungen vergeben, zum Beispiel nur Leserechte oder Bearbeitungsrechte, also alles, was man so kennt. Ist jawohl? Integration 1.0 oder andere CMDB, also dass ich irgendwie auf CIs... Ich liebe es, jawohl. In der Zammert-Version 2.1, die es heute als Stable runterladbar gibt, gibt es eine Vorschau auf die iDoIt-Integration. Das heißt, mit der aktuellen iDoIt-Version, die es seit 3 Wochen gibt, kann man heute schon Summit integrieren und in der nächsten stabilen Summit-Version ist das quasi das Key-Feature, die iDoIt-Integration. Das heißt, man kann beim Ticket erstellen oder wenn ein Ticket existiert, kann man iDoIt-Objekte zur Laufzeit auswählen. Die werden dann auch angezeigt oder wenn durch das Monitoring was gemeldet wird, das an ein iDoIt-Objekt aufgrund des Namens zum Beispiel verlinkbar ist, dann würde das auch schon von Summit im Hintergrund verlinkt werden. Das heißt, da kommt zum Beispiel, es gibt auch Integration zu CheckMK und Nagios und sowas heute schon in Summit. Das heißt, wenn von
über Nagios zum Beispiel ein Ticket aufgemacht wird, weil der Service ausgefallen ist, dann ist gleich schon das iDoIt-Objekt verlinkt und wird mal angezeigt. Wiederum habe ich dann in iDoIt die Möglichkeit, dass ich sehen kann, welche Tickets hat dieses Objekt bisher gehabt und habe somit quasi den Kreis geschlossen, damit ich auch den Weg zurücksehen kann. Jawohl? Die Knowledge Base bietet die Möglichkeit, quasi automatisiert dem Fragesteller eine Antwort zu geben aus einer ausgelösten Tickets beispielsweise? Ja, also die Knowledge Base ist so ähnlich integriert oder wird so ähnlich integriert wie diese Textbausteine. Das heißt, ich kann, wenn ich den Kunden antworte, mir darüber zum einen meinen Knowledge Base Artikel reinholen oder nur den Link verschicken, je nachdem, ob man eine private Knowledge Base hat oder eine öffentliche zugängliche. Also wir bieten auch die Möglichkeit, die an im Corporate Design zu veröffentlichen, auf, quasi damit es auch durch Google und sowas initiierbar ist. Manche wollen die aber nur intern haben für die Agenten, dann kann man den Content übernehmen. Und dem ist aber nicht alleine genug. Es gibt auch Integrationen in Summit mit KI-Anbietern, dass man zum Beispiel, dass ein Ticket geöffnet wird und der KI-Anbieter zeigt mir gleich schon an, die und die Artikel könnten Antworten auf dieses Problem sein. Jawohl? Dann wird es eine Smartphone-App geben oder eine responsive Ansicht, dass ich das mobil benutzen kann? Jawohl, also an so einer arbeiten wir im Moment, da kann ich keinen Zeitpunkt nennen, also es gibt Prototypen und sowas, aber ist auch ein stark gewünschtes Feature. Also wird es geben, gibt es im Moment noch nicht, muss man es auf dem Tablet oder auf dem Smartphone über die normale Web-App machen, ist momentan der einzigste Weg. Ja. Wie würdest du es denn im Moment so in der Parallelität zu OTS oder was es sonst noch gibt sehen? Also ist das was, also Zammer ist ganz cool für den und den Anwendungsfall und OTS, wenn man das hat, da gibt es vielleicht Sachen, wo das an die Stärken hält? Oder würdest du sagen, das kann man gar nicht so spezifizieren, abgrenzen, sondern man kann damit loslegen oder mit irgendwas anderem, aber es ist eigentlich Multi-User da auch für große Organisationen, das wäre jetzt meine Frage, ne? Zammer ist so, so modern, so agil, so cool, ne? Kann man das auch auf den Dinosaurier loslassen oder würde man da lieber noch bei OTS oder was auch immer bleiben? Also wir hatten mit Summit, mit der 1er-Version tatsächlich gesagt, dass es für kleine Installationen bis 30 Agenten geeignet ist. Wir haben mittlerweile eine neue Ära, wir haben sogenannten Business Feature, das ist im Wesentlichen eine LDAP-Integration, eine Rollenverwaltung, eine erweiterte Rechteverwaltung oder ein Abwesenheitsassistent. Das heißt, seit der Version 2 kann man es auch auf Dinosaurier loslassen. Wir haben zum Beispiel auch einige Installationen, die über 2500 Tickets am Tag machen. Also da, wenn man quasi ins Logfile guckt, dann weiß man, oh, die schuften. Also von daher wäre es auch großen Dinosauriern zugelassen. Wenn man jetzt das direkt mit OTS vergleicht und man hat heute eine OTS-Installation, dann würde ich vorschlagen, dass man, sofern man mit OTS gut fährt, also OTS ist eine gute Software, made in Germany, und man fährt da gut und es gibt keinen, also man hat eigentlich keinen Beweggrund, dann kann man sich zusammen mal angucken und wenn man es toll findet, findet man es toll und wenn nicht, dann nicht. Es gibt tatsächlich aber sehr viele, die momentan von OTS auf Zammert wechseln, was gar nicht unsere Intention eigentlich war, weil wir eigentlich, weil sie nämlich mit OTS bisher mit der Oberfläche nur schwer in Gang kommen, vor allen Dingen dann die Agenten immer wieder Fragen haben und einfach das zu komplex wirkt. Und dadurch ist bei uns eine Tendenz, die man sehr stark sieht, dass solche kleine Installationen auf Zammert springen, den Importer anwerfen, einmal importieren. Vielleicht fehlt die ein oder andere Funktionalität dann in Zammert, weil die in OTS aus historischen Gründen gewachsen ist, aber die Anwenderschaft quasi so, den Admin so viel mehr lieben danach und dadurch wechseln sie. Was man an Funktionen, wenn man die vergleicht, jetzt noch sagen muss, in Zammert gibt es derzeit kein Prozessmanagement. Das heißt, wenn man heute mit OTS-Prozess-Tickets arbeitet, da gibt es noch keine Lösung dafür in Zammert. Ist das geplant? Sowas ist geplant, genau. Allerdings ein bisschen später in der Zeitschiene. Jawohl? Ja, wo von Dinosauriern sprechen, ist ein Übernahme aus RT gedacht? Also gibt es tatsächlich Anfragen, ist im Moment aufgrund der häufigen Anfragen noch nicht geplant, aber wenn Interesse besteht, dann einfach melden. Mhm. Danke. Bitte. Dann bedanke ich mich. Ich habe es zu Anfangs gesagt, Zammert ist Open Source. Man kann aber, wenn man will, auf zammert.com das Ganze auch als gehostete Version finden, kann man für ein paar Euro pro Seed schon im Monat haben oder sich mal zumindest einen Eindruck verschaffen,
dauert 30 Sekunden, bis man so ein System zusammengeklickt hat, oder 20 Sekunden nur. Und wer es wirklich dann selber hosten will, einfach auf zammert.org. Dankeschön.